Yo, ich bin der Patrick. The Kid. DJ Sir One. Gerrit. Und wir sind die Rough Rap Brave Crew und ihr guckt das Splash Mag. Das Splash Magazin mit den Machern des Rough Rap Raves. Den einen oder anderen von euch kennt man. Trotzdem mal ganz kurz die Vorstellungsrunde, wer ihr seid und was ihr bei dem Rave macht und vielleicht auch sonst so. Yo, mein Name ist Patrick, ich hatte die Idee zu der ganzen Sache, hab die Jungs angehauen und mach so die administrativen Sachen, wenn es jetzt um den Rough Rap Rave geht und ja, das ist so meine Aufgabe. Ich bin der Kid von den Cut Cannibals und ich lege auf. Ja, DJ Zero One, auch nicht Cut Cannibals, nee, sondern auch auflegen und ich stelle den Generator und mache noch an. Ah, ich bin Gerrit, auch von Cut Cannibals und ich lege auch auf dem Rave. So, dann die Frage jetzt mal an dich. Wie kamst du auf die Idee, diese Veranstaltungsreihe ins Leben zu rufen? Das hat eigentlich damit angefangen, dass ich ziemlich angenervt war von dieser ganzen Elektro-Historie, die sich die letzten 5 bis 7 Jahre in Berlin so entwickelt hat. Meiner Meinung nach kam Hip-Hop deutlich zu kurz. Es gab zwar immer wieder coole Hip-Hop-Veranstaltungen, aber man hat ständig dieselben Leute getroffen und mir hat einfach dieser Flair so gefehlt von diesem Block-Party-Feeling und ich wollte Leute ansprechen, die nicht in Hip-Hop-Clubs gehen und dementsprechend habe ich die Jungs gefragt, ob sie nicht Lust hätten, einfach mal sich unter die Warschauer Brücke zu stellen und mal ein paar Leute mit guter Musik zu beschallen, die sonst kein Hip-Hop hören oder früher Hip-Hop mit Hip-Hop groß geworden sind, aber ihn dann eben aufgrund von anderen Interessen vernachlässigt haben. Wie hast du reagiert, als du gefragt wurdest? Ich meine, du könntest ja auch im Hip-Hop-Club oder sonst wo auflegen. Ich wurde über Twitter gefragt. Und ich hatte im Endeffekt auch Bock, irgendwas Geiles zu starten. Ich habe diese ganze Rave-Szene in Berlin mitbekommen und dachte, warum gibt es davon keinen Hip-Hop-Rave? Und so ist es dann dazu gekommen, dass wir uns dann zusammengeschlossen haben und die beiden noch dazugeholt haben. So, wie ihr beiden reagiert habt, kann ich mir so ganz grob vorstellen. Die Frage ist, wie war denn der erste Rave so für euch, von den Erwartungen her und von dem, habt ihr im Winter angefangen oder findest du schon im letzten Sommer an? Das war jetzt genau vor einem Jahr in etwa und beim ersten hatten wir so um die 150, 200 Leute und es war halt relativ entspannt so, weil du halt einfach das spielen konntest, worauf du Bock hattest und musstest nicht unbedingt irgendwie Klassiker spielen um 12 und dann noch was für die Ladies oder sowas. Also du kannst einfach das machen, worauf du Lust hattest und das ist halt auch so geblieben immer noch und das ist eigentlich so, was am meisten Spaß daran macht. Also du hast halt überhaupt, also wenn du auflegst, überhaupt gar keinen Druck, irgendjemandem zu gefallen. So. Du kannst halt einfach machen, was du willst. Aber ihr habt ja, glaube ich, auch Live-Rapper mittlerweile, was wahrscheinlich für den Generator auch sehr anstrengend wird, weil er dann auf Hochtouren läuft, oder wie ist das? Nee, der hat noch Luft nach oben. Also die paar Mikros machen das nicht so fett, oder wie heißt das doch? Ja. Oder? Ja, so heißt das irgendwie. Nee, das ist okay, das ist cool. Läuft halt alles noch. Wir können auch noch einen Beamer ranklemmen oder so, oder eine Lichtanlage, wenn da jemand Interesse hat. Ich sehe, es gibt ja schon Visionen für den nächsten Schritt. Was sagst du dazu, Lichtanlage, Beamer, dein Ding? Ja, selbstverständlich. Also wir haben so viele verrückte Ideen, jedes Mal, wenn wir uns treffen, irgendwie neue Sachen, die wir irgendwie umsetzen wollen. Wir bleiben jetzt erstmal noch bei unserem klassischen Konzept, mit dem wir angefangen haben. Aber ich denke, in sehr naher Zukunft wird es da schon sehr coole Sachen geben. Du erwähnst gerade die sehr nahe Zukunft. Wollen wir mal so auf morgen springen und darüber reden, was morgen hier stattfindet? Ja, morgen sollte man definitiv mal über die Warschauer Brücke laufen. Wenn ihr sonst keine Pläne habt, einfach mal vorbeichecken und gucken, was passiert. Das Wachstum von dieser ganzen Veranstaltung, um nochmal ganz kurz dahin zurückzugehen, hat es euch komplett aus den Socken gehauen, als ihr erlebt habt, wie hier 1500 oder 1000 Leute rumgerannt sind und sich das alles angehört haben? Also normalerweise habe ich auch immer Augenkontakt mit dem Publikum. aber bei den ersten beiden Raves, da habe ich eigentlich mein Ding durchgezogen
Und irgendwann so um 2 Uhr immer hochgeguckt und dachte, wow, krass, das ist voller als davor. Und das habe ich bis zum letzten Rave immer gemacht. Und wenn du um 1 Uhr auf einmal hochguckst und denkst so, boah, hier sind 2000 Leute, dann ist das halt absoluter Wahnsinn. Und es wird halt immer mehr. So. Wie habt ihr euch Gedanken gemacht, das mal irgendwann umzuziehen, um noch mehr Leuten Platz zu bieten? Oder wie sind jetzt eure nächsten Gedanken? Also wir hatten die Idee, eventuell die Location zu wechseln, haben dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass wir eigentlich schon von vornherein die beste Location in Berlin haben. Und dementsprechend werden wir weiterhin die Raves hier veranstalten. Ja, also weitere Ideen in der Hinsicht, da möchte ich auch jetzt noch gar nicht so drüber reden, weil, ja, wie gesagt, viele verrückte Ideen. Soll spannend bleiben. Wie reagieren eigentlich die Freunde in Grün bzw. Blau auf diese Veranstaltung? Ganz okay. Solange sich niemand beschwert, da meinen sie, ist das okay. Also, ja, und scheinbar beschwert sich keiner. Ja, die Frage ist auch, wenn man sich das nachher mal anguckt, wir können dann nachher mal ein bisschen rumfilmen. Es gibt, glaube ich, nicht so viele Anwohner hier in der Region, außer die O2-Arena vielleicht, die sich beschweren könnte. Oder wisst ihr davon irgendjemanden, der sich beschweren könnte? Na, angeblich ja ein Hotel, was hier irgendwie um die Ecke ist. Man weiß ja auch nicht, wie weit hört man es in die Richtung, weil da wird schon jemand wohnen, nehme ich an. Ja, aber die Herren von der Polizei, ich meine, gut. Die waren ja auch mal jung, oder? Die wollen, eigentlich hätten die Bock drauf, aber irgendwie verhindert es ihr Dienstgrad oder so, dass sie nochmal mitmachen. Eigentlich würden sie die Uniform am liebsten von sich streifen und einfach mal reinspringen. So. Ja, vielleicht sind ja ein paar in ihrer Freizeit dann doch in Zivil da und wohnen dem Rave bei. Wie gesagt, zum Abschluss nochmal, es könnte sich lohnen, am Samstag hier vorbeizugucken. Mehr verraten wir nicht. Vielen Dank fürs Interview. Ich wünsche euch viel Glück mit der Partyreihe. Pläne? Wo geht's hin? Nochmal zum Schluss nachgefragt. Also gibt's schon eine ganz verrückte Vision oder sowas, die ihr noch preisgeben wollt und könnt? Flashmob. Mehr sagen wir nicht. Cool. Danke. Dann bis zum nächsten Mal.